Zeit, sich das Spiel nehmen zu lassen. Günther, schwierig, egal. Muss schnell gehen, Zeit ist nicht mehr da. Wieder die Sekunden verrinnen. Henry in der Falle. Da kommt er nicht mehr raus. Und unsportliches Foul. Theodor geht noch mal zum Nachtanken. Ich habe es gerne spannend. Sie merken das vielleicht. Theodor gibt sich auch mit 2 zufrieden. 71-65. Theodor. Weiß nicht, ob er noch mal passen wird jetzt in diesem Angriff. Glaube er nicht. Den Ball an den Ring. Dornekamp ist da mit dem Offensiv-Rebound, mit den Punkten. 44 Sekunden. Der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Der Ball ist blau. Wir haben ein neues Spiel. Neues Spiel. Alles auf Reset. Und jetzt kommt der wichtigste Angriff der Saison für die Fraport Skyliners. Das Ding muss jetzt rein. Roberts verweigert ein bisschen. Nimmt den Dreier. Nimmt den Dreier. Und er trifft. 73-70. Was geht hier eigentlich gerade ab? Glückswurf der Frankfurter geben mit 2,5 Sekunden. Oh, ja, sie werfen absichtlich daneben. Die Uhr läuft an, aber sie haben noch Zeit. 0,1 Sekunden. Kommt das Lob ans Spiel an oder nicht? Achten Sie auf die 24 vorne an der Freiwurflinie. Jetzt. Ball ist weg, Ball ist aus und im Finale. Das freut uns. Und ja, es ist eine gute Sache. Ich will jetzt nicht in die Suppe spucken, aber was war denn los gegen die Presse am Ende? Das wird ja nochmal spannend. Das war die richtige Mischung aus müde und scheiße, würde ich sagen.